We are anonymous. We are Legion. Indect ist ein Projekt, bei dem mittels intelligenter Software in Zusammenarbeit mit Kameras und Drohnen strafrechtliche Verfolgung und Überwachung von potenziellen Verdächtigen ohne menschliche Kontrolle stattfindet. Die Software, welche dabei zum Einsatz kommt, ist in der Lage, Menschen, die sich nach ihrer Einschätzung auffällig verhalten, zu identifizieren und sämtliche Daten, die das Internet über sie preisgibt, zum Beispiel auf Facebook oder Twitter, aufzurufen und ein Profil von ihnen zu erstellen, in das auch Freunde und Bekannte aufgenommen werden können. Sieht eine Überwachungskamera sie also hektisch am Auto nach dem Schlüssel in ihrer Tasche suchen, sind sie ein Verdächtiger, für den ein Gefahrenlevel erstellt wird. Hält die Software sie für gefährlich, kann ein Bewegungsbild von ihnen erstellt, sowie eine Drohne zwecks Überwachung eingesetzt werden. Dies ist nicht nur die Datenerfassung, die die Privatsphäre zerstört, sondern eine Einschränkung der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Artikel 2 des Grundgesetzes besagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Diese totalitäre Überwachung ist ein erheblicher Eingriff in ihre Freiheit und schränkt sie ein. Europa willigt mit diesen Projekten den Untergang ein. Der zentralen Werte einer Demokratie. Dies dient nicht nur der Sicherheitspolitik, sondern die wahren Werte, mit der sich Politiker der Europäischen Union befassen, Profitgier und der Macht außerhalb und innerhalb seiner Grenzen. Die Orientierung der Medien und Entertainment-Programme sorgen für die nötige Zustimmung der Bevölkerung, indem ein positives Meinungsbild erschaffen wird und negative Informationen bewusst zurückgehalten werden. Im Gegensatz zu dieser Entwicklung und in Solidarität mit den Protesten in Griechenland und Spanien, der Aufstand der Araber, die Bemühungen der Opposition in Russland, die Bemühungen der grünen iranischen Revolution, Studentenproteste in Quebec, kämpft für eure Rechte wie einst eure Väter. Wir, die Bürger der Europäischen Union, stehen vor düsteren Zeiten, in denen unsere Regierungen nicht mehr unsere Zustimmung benötigt, alles über uns, unsere Familien, unsere Mitarbeiter und unsere Gewohnheiten kennt und über uns bestimmt. Wir kämpfen nicht für Sklaverei, wir kämpfen für die Freiheit im Namen der Demokratie, vereinen wir uns. Expect us.